Vor dem Sport ist Aufwärmen alles. Das heisst, man will auf der einen Seite Muskulatur vorbereiten, man will aber sicherlich auch Bänder vorbereiten, man will Gelenk vorbereiten. Die einen Sachen müssen aufgewärmt werden, die anderen Sachen müssen mobilisiert werden, dass es richtig funktioniert. Also vor dem Sport unbedingt vorbereiten mit Aufwärmen. Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenk, das ist an sich eine Einheit, die zusammenspielt. Wenn das eine vorbereitet ist, heisst das nicht, dass das andere auch vorbereitet ist. Als Beispiel, die Muskulatur muss man aufwärmen, Gelenk muss man mobilisieren. Wenn die Muskulatur Spannung gibt, dann kommt die Spannung schlussendlich irgendwo aufs Gelenk. Das heisst, das ist ein direkter Zusammenhang. Unbedingt das berücksichtigen. Wenn man natürlich einen Misstritt macht im Sport, im Alltag, dann kommt eine schräge Belastung, zum Beispiel eine falsche Belastung auf ein Gelenk, auf eine Muskulatur. Das kann eine Verletzung geben. Wenn man aber vorbereitet ist, wenn man aufgewärmt ist, wenn die Gelenke mobilisiert worden sind und unter Umständen auch stabilisiert, dann gibt es weniger Verletzungen. Also unbedingt an das denken. Je nachdem, was man gemacht hat für einen Sport, für ein Spiel, für ein Training, ist es natürlich wichtig, dass man die Regeneration möglichst schnell einleitet. Auf der einen Seite das richtige Essen, auf der anderen Seite ist ganz klar, versuchen, die Schwellung zu reduzieren. Bewegung gibt Wärme, Wärme gibt Schwellung. Wenn ich nach dem Duschen zum Beispiel mit kaltem Wasser abdusche, meine Beine zum Beispiel, dann regeneriere ich schneller. Also das sind Massnahmen, die man auch befolgen kann. Bei Gelenkschmerzen sollte man zuerst mal analysieren, wo genau das Problem ist. Wir unterscheiden zwischen einem drückenden Schmerz und einem stechenden Schmerz. Zum Teil ist das Gelenk auch geschwollen. Dafür sollte man eine kühlende Salbe benutzen. Dazu macht es Sinn, wenn man es schön ums Gelenk herum einstreicht. Mit Bewegungen im Gelenk selber kann man das Gelenk beruhigen und auch Muskulatur aufbauen. Physiotherapie kann sehr eine grosse Rolle bei der Symptombekämpfung einnehmen. Wir können konservativ arbeiten, das heisst, wir arbeiten ohne etwas zu operieren. Ein Arzt sollte man an dem Moment aufsuchen, wo man längere Schmerzen hat. Das aber auch nicht zu spät, sonst hat man einfach Folgeschäden. Die Ernährung leistet einen sehr wichtigen Beitrag. Mit der Ernährung kann man einfach eine schnellere Regeneration fördern. Supplementierungen machen auf jeden Fall Sinn. Vor allem auch Omega-3 und Omega-6 wie auch Calcium. Prinzipiell nach einem künstlichen Gelenk gibt es keine Einschränkungen. Eine häufige Frage, die Patienten stellen, ist eigentlich mal nach dem Sport. Die Leute werden immer älter und auch 60-70-Jährige haben Anspruch auf Sport. Beim Sport gibt es eigentlich Einschränkungen, solange es harmonische Bewegungen sind. Was nicht gut ist, sind Kontaktsportarten. Das heisst nicht nur Kampfsport, das heisst auch Fußball, Basketball. Dort kommt es zu Extrembewegungen und dort kann so ein kleines Gelenk plötzlich ausrenken. Und zusätzlich sollte man alles daran setzen, dass man keine Infektionen am Körper hat, insbesondere Zehen und offene Stellen an den Beinen. Das ist vor allem für Diabetiker wichtig. Prinzipiell entscheidet sie sich für eine Operation und nicht der Arzt. Sie müssen sagen, ob sie Schmerzen haben. Der einzige Grund, um so eine Operation zu machen, sind Schmerzen und Einschränkung von ihrer Lebensqualität. Ein Röntgenbild gibt einem nur die Information, warum sie Schmerzen haben, aber sagt nicht, wie viel Schmerzen sie haben. Also noch einmal, sie sind der, der entscheidet, ob sie operieren oder nicht. Und das Alter spielt natürlich auch eine Rolle. So ein künstliches Gelenk hebt im Durchschnitt 15 Jahre. Das kann sich gegen unten streuen, das heisst bis 10 Jahre, kann sich aber nach 20 Jahren streuen. Das sind verschiedene Faktoren im Spiel, aber im Durchschnitt etwa bei 15 Jahren. Materialien, die man verwendet, sind Metall auf Plastik und Keramik auf Plastik. Und das ist momentan die beste Gleitbare für so ein Gelenk. Operation fällt an und fällt mit der Planung. Und es hat verschiedene Wege und man kann zugehen auf so ein Hüftgelenk von vorne, von der Seite, von hinten. Wichtig ist, dass sie weichteilschonend operieren und keinen einzigen Muskel ablösen. Das hat nämlich Auswirkungen auf die Rehabilitation. Mit der Operationstechnik geht die Reha sehr kurz. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu Komplikationen während der Operation, hat der Patient Stöcke höchstens für 2 Wochen. Physiotherapie erst ab der 3. Woche. Rehabilitationsaufenthalt in einer Klinik fast nie notwendig.